Muss das Jobcenter Schulbücher bezahlen und dürfen Mutter und Tochter, die von Hartz IV leben, auf einer Grundfläche von 205 Quadratmetern leben? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und neben mir steht der euch schon bekannte Wolfgang Büser. Hallo, Herr Büser. Hallo, schön, dass Sie es wieder zu uns nach Köln geschafft haben. Alles kein Problem. Sie haben heute Urteile zum Thema Hartz IV mitgebracht. Und das scheint eine Ihrer Paradedisziplinen nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch noch aktuell gewesen zu sein, weil Sie mir gesagt haben, Sie haben über 1600 Hartz-IV-Urteile in Ihrer Datenbank. Und das sind noch nicht mal all die, die gesprochen wurden. Beim Sozialgericht Berlin lagen zwischendurch bis zu 10.000 Verfälle. Unglaublich. Also allein nur dort. Wir haben uns die, ich sag mal, interessantesten rausgesucht. Und von den 1600 haben Sie die 5 interessantesten zu uns jetzt mitgebracht. Nur? Ja, nur. Ist in Ordnung. Das alles andere würde eine Länge eines YouTube-Videos sprengen. Aber es fängt, sehr gut. Es fängt schon gut an mit Hartz-IV-Bezieher, die ihre Kinder gerne zur Waldorfschule schicken wollen. Dann kann es schon mal kommen, dass dann der Schulweg etwas länger wird. Und da gab es die große Frage, die hier vom Bundessozialgericht zu klären war, geht das und sind die Kosten zu übernehmen, die dadurch durch diesen längeren Schulweg entstehen? Ja, da ging es um 79 Euro pro Monat. Das an Fahrkosten entstanden dadurch, dass die Waldorfschule statt der vom Jobcenter her gesehen vergleichbaren Schule in der Nähe der Eltern einschließlich Tochter. Gymnasium war das? Zum Beispiel, jawohl. Und da haben die gesagt, nein, die Waldorfschule ist mit einer besonderen Fachrichtung ausgestattet und die Eltern dürfen das wählen, auch wenn sie Bezieher von Hartz IV sind, also staatlichen Leistungen, die aus Steuermitteln finanziert werden. Immerhin höchstrichterliche Entscheidung, Bundessozialgericht. So ist, ja. Sozialgericht war vorher schon, Landessozialgericht auch, Bundessozialgericht danach. Ja. Unsere Rechtswege sind lang, aber am Ende sage ich immer wieder, meistens gerecht. Und wenn, weil das sage ich ehrlicherweise auch, ich kriege richtig recht nachher beim Bundesgerichtshof oder beim Bundesverwaltungsgericht und so. Also da oben beschäftigt sich dann irgendwann mal jemand richtig mit dem Fall. Mir passiert, dass ich also schon mal beim BGH-Urteil auf Seite 23 gesagt habe, das ist immer noch Blödsinn. Und auf Seite 23,5 bis 24 habe ich gesagt, da klingelt es bei mir. Das heißt, die haben lange gebraucht, um mich zu überzeugen. Die einzigen Urteile, mit denen ich nicht so gut klarkomme, sind die Urteile des Europäischen Gerichtshofs. Da würde man ja denken, da gibt es jetzt Klarheit. Das ist für mich als deutscher Jurist immer ein bisschen Kuddelmuddel, wie die das machen. Also, ja, zumal sie dann sagen, da müssen dann jetzt die örtlichen Fachgerichte drüber entscheiden. Oh, ja, erstmal das und vor allen Dingen, weil auf die Hälfte fehlt, der springende Punkt wird nicht ausdiskutiert. Aber wollen wir uns gar nicht verquasseln. Wir wollen auch lieber beim Thema Hartz IV, den Leistungsbezügen bleiben und der Sachbearbeiterin, die ich nicht haben möchte. Was gibt's das? Ja. Könnte sein, dass man nicht ganz einverstanden ist. Wenn jemand sagt, du kriegst keine Knete, dann sage ich, die Frau will ich nicht mehr haben, die da meine Sachbearbeiterin ist. Und beim Sozialgericht Mainz ist dann eben der Fall zu entscheiden gewesen, dass jemand sagte, wenn ich die Dame sehe, dann kriege ich schon irgendwie Sodbrennen. Denn ich merke, die mag mich nicht. Wenn wir beide uns hier ständig kusen würden, nein, also ich meine, streiten nicht nur, sondern dass wir vielleicht so richtig in Streit geraten, dann können wir auch sagen, wenn wir uns nicht mögen, geht das nicht. Und er sagte, die mag mich nicht. Und der Sachbearbeiter hat gesagt, ich mag den schon, so wie ich jeden anderen mag. Die meisten mag ich auch nicht. Aber es ist nun mal so, man kann nicht zu jedem eine Liebesbeziehung aufbauen. Ja. Er wollte also eine andere Sachbearbeiterin haben und das Sozialgericht Mainz hat gesagt, also wenn das damit noch anfängt, dass jeder seine Sachbearbeiterin oder seinen Sachbearbeiter aussuchen kann, wie soll das dann beim Jobcenter laufen? Die haben ohnehin schon mehr zu tun als nötig. Also reine verwaltungsinterne Entscheidung, nicht angreifbar. So ist es. Aber das hätte ich besser nicht ausdrücken. Ja. Habe ich vom Sozialgericht Mainz geklaut. Den Ausdruck. Ja, gut. manchmal wollen Mutter und Tochter, die Hartz-IV-Bezieher sind, auf etwas großem Fuße leben, meinte jedenfalls in einem Fall das Sozialgericht in Detmold. Ja. Wo ging es dabei drum? Da ging es darum, dass sie also eine Wohnung gemietet hatten. Ich vermute aber schon, das weiß ich nicht mehr ganz genau, zu einer Zeit, als noch kein Hartz-IV bezogen wurde. Mhm. Das sind also 205 Quadratmeter gewesen. Das sind pro Kopf 2,5 Meter. Das ist schon eine ganze Menge. Und das habt ihr da gesagt. Rechnen klappt bei Ihnen schon mal einwandfrei. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ich bin selbst überrascht. Das Gericht hat es da gesagt, also es soll ja ein vernünftiges Leben möglich sein. Aber 205 Quadratmeter, erstens verläuft sich da schon mal, wenn man nicht daran gewöhnt ist. Und zweitens, das kann der Steuerzahler nicht finanzieren. Wenn ihr also darin wohnen wollt, wir werden euch da nicht rausschmeißen. Wir würden euch nur das und das für eine normale Wohnung an Miete anfallende bezahlen. Wenn ihr mehr haben wollt, der Differenzbetrag wird euch als Darlehen gezahlt. Und wenn ihr später wieder zu Geld kommt, dann müsst ihr das zurückzahlen.
Das ist eine immerhin Hypothek. Die Lösung, ne? Das ist ein Deal, aber es ist immer eine Hypothek, die aber möglicherweise dazu führt, dass man möglichst schnell aus dem Hartz-IV-Bezug rauskommt. Mhm. Weil man weiß, damit ich häufe hier gerade ganz schön was auf. Oder man kommt nie raus, alles bleibt immer. Alles klar. Der Zahl ist nun mal hängen. Schulbücher sollten nicht bezahlt werden, meinte das Landes, meinten die Jobcenter im Gebiet Niedersachsen-Bremen. Ja. Ja, da ging es um 215 Euro, die ein Mädel aus der 11. Klasse berappen sollte. Und diese 215 Euro wollte also die Eltern vom Jobcenter haben, weil sie sagen, zwar kriegen wir, was habe ich mir da aufgeschrieben, 100 Euro. Ein Schulbedarfspaket über 100 Euro pro Jahr, aber das ist für Stifte, für Radiergummis und Ähnliches mehr, aber nicht für Bücher. Wir können doch keine 215 Euro aufwenden dafür, dass es die Hälfte des Regelsatzes einer erwachsenen Person. Das geht nicht. Ja. Das Gericht hat das auch gesagt, das muss also zusätzlich bezahlt werden. Und dann gab es noch ein Aufregerurteil, muss ich wohl so sagen. Da ging es um drei Kinder, die mit ihren Eltern aus Israel nach Deutschland gekommen sind. Hartz-IV-Bezug. Und die wollten eine Wohnung haben in der Nähe der Synagoge. Habe ich verstanden. Die besonders teuer war. Ja. Ach so, ja. Das ist der Haken. Natürlich, wenn die also sagen, wir gehen also relativ häufig in die Synagoge und wollen dann die öffentlichen Verkehrsmittel in Anspruch nehmen, zumal die ja arm nach Deutschland kamen und eben Hartz IV bezogen. Wir wollen also zu Fuß dahin gehen oder fußläufig, glaube ich, haben die gesagt. Und die Wohnung kostete allerdings 2.200 Euro. Und da hat also erstmal, ich glaube, der Sachbearbeiter dort, der das zu bearbeiten hatte, Schnappatmung gekriegt. Ja, das war viel zu teuer, hat er gesagt. 2.200 Euro, das ist ja die Höhe, jedenfalls also von der Miete her gesehen. Ja. Jawohl. Die haben das um die Hälfte auf 1.000 gekürzt. Und das sogar für die Zeit der ersten 6 Monate, wo normalerweise ein Hartz-IV-Bezieher das Recht hat zu sagen, ich wohne jetzt noch in einer zu teuren Wohnung, aber ich muss jetzt Zeit haben, mir eine billigere zu suchen. Dafür hat man 6 Monate Zeit. Aber das haben die hier auch ausgestaltet, weil sie sagten, die wussten, als sie einzogen, die Wohnung ist zu teuer und zwar erheblich zu teuer. Und dafür haben sie also da auch das nicht bekommen. Interessant war, die besuchten, wie Sie schon sagten, täglich die Synagoge. Und nach einem jüdischen Gesetz sei es nicht gestattet, am Schabbat und an jüdischen Feiertagen mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Ja. Das war sozusagen der Hauptgrund. Man sagt, wenn es diese gewissen jüdischen Feiertage gibt, müssen wir zu Fuß zur Synagoge gehen. Und deswegen müssen wir in diese teure Wohngegend. Ja. Das können wir ja nichts dazu, dass die Synagoge ausgerechnet in dieser teuren Wohnlage liegt. Ich habe den rechtlichen Hintergrund dazu nicht geprüft. Ich glaube das einfach. Ja. Ich glaube, dass das so begründet worden ist. Ja, schon klar. Aber klar, mir war das auch neu. Aber gut, jetzt gibt es nur 1.000 Euro und die 1.200 Euro Differenz müssen die sich irgendwie anders schaffen. Wo auch immer. Woher auch immer. Ja, woher auch immer Sie uns die nächsten Fälle beschaffen. Nächste Woche gibt es jedenfalls wieder was ganz Spannendes. Irgendwo kramen Sie ja immer was noch hervor. Was wir haben also, wie kann man sagen, eine endlose Menge von Urteilen, wo wir sagen können, interessant genug, sie anderen Leuten zu vermitteln. Und falls ihr dieses Video interessant genug fandet, dass ihr uns einen Daumen rauf geben wollt, dann macht das bitte schön und lasst ein Abo da. Herr Büser und ich würden uns sehr darüber freuen. Lasst auch Kommentare hier unter dem Video da. Ja. Und nächste Woche sind Sie schon wieder hier. Danke euch fürs Zuschauen. Danke für die Einladung. Gerne. Tschüss und bis dahin. Tschüss.